Es ist September. Ich treffe Lars Kummer. Er ist 35, baut sich gerade sein eigenes Leben auf. Doch jetzt plagen ihn Sorgen. Seine Eltern sind hoch verschuldet und er hat Angst, mit hineingezogen zu werden. Seltsam. Ist komisch. Also da fragen mich schon, wussten meine Eltern das vorher? Haben sie das nicht gesagt, weil sie sich schämen? Oder wussten sie selber wirklich jetzt nichts davon und sind selber halt, auf einmal war er da? Aber es ist komisch. Aber jetzt ist er da, darüber mache ich mir keine Gedanken mehr. Warum, wieso, weshalb sie es nicht wussten, warum sie eventuell es uns nicht gesagt haben, das ist jetzt egal. Jetzt ist die Situation hier und jetzt müssen wir damit arbeiten. Die Eltern von Lars lerne ich bei einer Wohnungsbesichtigung kennen. Ah, ist ja noch Rohbau. Scheint hier wohl ein Schlafzimmer zu sein. Das scheint ein Schlafzimmer, ja. Mhm. Ursula und Norbert sind beide um die 60. Sie wohnen schon seit 18 Jahren in ihrem Haus. Jetzt müssen sie sich schnell etwas Kleineres suchen. Also wir müssen aus unserem Haus raus, weil wir die Miete nicht mehr bezahlen können. Und wir suchen also auch eine kleinere Wohnung. Wir sind da, ja, unfreiwillig auf Wohnungssuche, ne? Ist so. Ist so. Ne? Das ist doof, aber müssen halt jetzt irgendwas anderes finden, was günstiger ist für uns. Ne? Weil wir leben sonst nur von Hand im Mund und das ist also keine lebenswerte Situation im Moment für uns. Statt 1.000 Euro Miete können sie nur knapp 600 zahlen. Seit 2 Jahren bereits. Der Vermieter, ein guter Bekannter, akzeptiert das. Noch. Jetzt schulden sie allein ihm etwa 8.000 Euro. Ich denke, wir liegen bei 25.000 Euro. Wie viel Schulden es genau sind, können mir Ursula und Norbert nicht sagen. Angefangen hat es wohl, als sie Norberts Mutter zu sich in Pflege nehmen mussten. Ursula hat dafür damals ihren Job aufgegeben. Und dann folgte ein weiterer Schicksalsschlag. Norbert wurde von einem Auto angefahren. Durch die Krankenhausaufenthalte sind auch wieder Kosten entstanden, die keine Krankenkasse abdeckt. Dann seine Pflegebedürftigkeit. Der Unfall ist komplett weg. Da weiß ich gar nichts mehr. Den Tag, den kriege ich nicht mehr zusammen. Ich bin quasi also am 8. Dezember verunfallt 2009 und bin wach geworden Mitte Januar. Das Einzige, was ganz geblieben ist, ist der Kopf und der Rückgrat. Sonst war alles platt. Alles platt. Und dann kamen noch ein andere Nachfolge-OPs dazu, eine Reha zwischendurch. Also alles in allem war ich ein Dreivierteljahr im Krankenhaus. In dieser Zeit haben sie vermutlich den Überblick verloren. Und als Norberts Mutter kurz darauf stirbt, erben sie ihre Schulden. Und dann hatten wir gedacht, sie hat also so eine Sterbegeldversicherung oder Sterbekasse. Und die hatte sie nicht. Und dann durften wir uns von unserem Sohnemann das Geld leihen, damit wir da auch mal unter die Erde kamen. Ne? Und wir zahlen hier in dem Haus auch eine ziemlich hohe Miete. Und das ist also nicht mehr tragbar für uns im Moment. Ne? Und wir rutschen also jeden Monat tiefer in die Schuldenfalle rein. Ne? Lars und seine Schwester Annika haben lange Zeit nichts geahnt. War vielleicht auch von uns aus diese Verdrängungstaktik. Ja, man hat einfach gelebt und das ist auch der Fehler, den wir uns alle vier ankreiden müssen, dass man halt nicht vorher gesagt hat, so pass auf. Ich frage mich, werden die Kinder ihren Eltern in dieser Situation helfen? Werden sie die Schulden übernehmen? Mittlerweile ist es so, dass ich eher zu meiner Mutter sage, so, was ist jetzt hiermit, was ist jetzt damit, mach das und mach das und mach das. Dasselbe macht auch meine Schwester, das ist schon selber. Also ist schon seltsam, dass man jetzt quasi den Rollentausch vollzogen hat. Tochter Annika schaut 1 bis 2 Mal pro Woche bei ihren Eltern vorbei. Die Kummers betonen mir gegenüber das gute Verhältnis zu den Kindern. Man könne über alles reden. Aber gilt das auch für das Thema Schulden? Ich muss sagen, wie es dann mal draußen war, ne, hatte ich auch keine Probleme mehr damit. Ne. Ansonsten war mir das nicht unangenehm. Ne, weil ich gedacht habe, das bringt ja auch nichts, wenn ich da ewig da den Deckmantel drüber lege und das alles beschönige, da kommen wir keinen Schritt mit weiter. Wenn du überlegst, dass du vor ein paar Jahren noch nichts hattest, ja. Und in was für einer kurzen Zeit, andere ja. Kaufen sich davon ein Auto oder sonst was von dem Geld, ja, und ihr habt eben. Das nur durch Sachen, wo ihr nichts für könnt eigentlich. Was heißt, wo wir nichts für können? Also ich meine, gut, wir haben der ja Hauptteil. Hauptteil, wir haben ja auch viel, ich will mal sagen, wir haben ja auch gut gelebt vorher,
aber der Hauptteil ist ja. Aber wo habt ihr gut gelebt? Ihr seid ja nicht großartig in Urlaub geflogen, gefahren, wo andere, ihr seid ja seit Jahren nicht im Urlaub gewesen. Nee. Also ich finde nicht, dass ihr in Saus und Braus gelebt habt. Das Einzige, was wir uns schon mal erlaubt haben, war, dass wir mal essen gegangen sind abends. Aber das auch schon nicht mehr, seitdem die Oma hier im Haus war. Eben, das tun andere Leute auch. Ne? Michi, guck mal hier. Komm, lecker, fein. Das belastet schon ungemein. Also ich bin eher jemand so wie meine Mutter. Ich lasse das nicht so gerne an mich ran und ich mache das immer mit mir selber aus. Zu Hause bekommt das halt auch nicht jeder mit bei mir, mein Lebensgefährte. Aber irgendwann kann man nicht mehr. Aber man macht sich Vorwürfe, also das schon. Wie kann ich helfen? Was kann ich machen? Aber im Moment mache ich halt die Unterstützung, dass ich meinen Eltern helfe, wo es geht. Klar, zu Hause, im Haushalt. Dass ich auch sage, wenn es mal wirklich knapp ist, mein Gott, dann kann ich dir auch mal 50 Euro zum Danken leihen, keine Ahnung. Aber ich meine, ich habe ja auch ein Leben. Wie sieht es mit finanzieller Hilfe aus? Habe ich getan, im Rahmen meiner Möglichkeiten, indem ich diese verdammt teure Beerdigung bezahlt habe. Und ich habe auch meine eigenen Kosten. Und ist halt so. Ich muss auch meine Miete bezahlen, ich muss mein Auto bezahlen, Benzin, was weiß ich und so weiter, Versicherung. Inwieweit werden die Schulden der Eltern auch das Leben von Annika und Lars beeinträchtigen? So, jetzt gucken wir mal eben durch. Ja. Habe ich noch dazu gepackt heute. Ja. Provinzial. Kontoauszüge. Die Kummers kommen so nicht weiter. Die Eltern wenden sich an Schuldnerberater Ralf Berg. Ich habe Ihnen mal unsere Unterlagen mitgebracht. Weil wir hängen ja ziemlich in der Kreide. Hatten Sie mir telefonisch schon erzählt gehabt, dass da... Und ich brauche da so ein bisschen Hilfe, Unterstützung, wie auch immer. Ja. Darf ich Ihnen das einfach mal so rübergeben? Ist schon ein komisches Gefühl jetzt, weil ich habe ja nur so... Ich habe ja gesagt, ich schätze mit 25.000, ne? Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ist ein unsicheres Gefühl. Mahnbescheide oder Verstreckungsbescheide ist im Augenblick noch gar nichts da gewesen. Ne? Das ist schon mal sehr gut. Dann sind Sie eigentlich sehr früh zu uns gekommen. Ursula verdient 200 Euro mit einem Minijob. Ihr Mann kommt auf etwa 1.200 Euro Rente. Das reicht gerade so zum Leben. Sie hatten mir eben noch erzählt, dass Sie auch noch Schulden bei Ihrem Sohn hatten. Ja, aber da hat er mir also schon gesagt, ich könnte das so zurückzahlen, wie ich es eben kann. Ne? Hm. Aber die stehen halt auch noch im Raum. Gut. Dann würden wir ja von einer Summe von, da müssten wir die ja noch dazu rechnen, dann sind wir bei einer Schuldsumme von 27.442. Schlimmer noch. Jeden Monat kommen neue Schulden hinzu. Über 600 Euro. Die Kummers müssen dringend ihre monatlichen Kosten senken. Das ist sonst ein Fass ohne Boden. Mhm. Und sie würden immer mehr in die sogenannte Schuldenfalle mit reinrutschen. Ursula und Norbert müssen sich auf ein Leben am Existenzminimum einstellen. Ohne die Hilfe der Kinder wird das schwer. Hoffen Sie nicht insgeheim, dass Lars und Annika auf Sie zukommen? Also ich möchte das nicht, dass die Kinder mich unterstützen. Wenn sie es machen, freiwillig, ist das eine andere Sache. Wie kommt das, dass man die Kinder so sehr da raushalten möchte? Weiß ich nicht, weil das ist als Eltern unangenehm, ne? Weil es ja meistens immer umgedreht ist, dass die Kinder zu den Eltern kommen und sagen, Mama, kannst du mal oder leiste mir mal, ne? Die eigenen Kinder anbetteln, kommt für die Eltern offenbar nicht in Frage. Andererseits ist den Kummers Zusammenhalt in der Familie sehr wichtig. Denken Sie, dass das zu einer Familie dazugehört, dass man sich selber da auch gegenseitig unterstützt? Ja, egal, wer in Not gerät, das muss so sein. Ist normal. Für mich, in unserer Familie. Selbst wie meine Mutter in Not geriet oder wie die krank wurde im Altersheim und hin und her. Dass wir die aus dem Altersheim zurückholten, wie sie das nicht mehr finanzieren konnte und dann hier gelebt hat. Das war für mich ganz normal. Fällt Ihnen das schwer, Ihre Kinder? Selbstverständlich. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Denn in meinem Alter mit 60 müsste man an sich die Kinder unterstützen oder was. Ne? Aber bei uns ist es halt andersrum gekommen. Unsere Mutter, hast du alles? Ja. Aber macht das besser. Lassen wir erst an den Zaun anbinden. Willst du eben anfangen? Nee, ich binde das am Zaun fest. Dann gehen wir rum, binden das erste fest. Ja. Drei Wochen sind vergangen. Die Eltern haben ihren Kindern immer noch nicht offenbart, wie wenig ihnen zum Leben bleibt. Aber warum nicht? Ja,
Vielleicht liegt's daran, dass Ursula ihren Sohn damals um die Beerdigungskosten bitten musste. Ein einschneidendes Erlebnis. Für Mutter und Sohn. Ganz ehrlich, beschissen. Da denkt man echt, alles ist gut. Ja, und dann Bingo. Das war, ja, wie soll ich sagen, als wenn man ihm dann, ja, hört jetzt, ja, den Boden unter die Füße wegzieht, ganz klar. Man denkt immer, die Eltern, ist es gut, alles ist klar. Und dann war er da noch einmal. Als Bahnangestellter muss Lars für Anschaffungen lange sparen. Und das Geld für die Beerdigung war eigentlich als Rücklage gedacht. Mir ist es peinlich, weil er will ja auch sein Auto davon irgendwann mal finanzieren. Ne? Deswegen möchte ich ihm schon ganz gerne, und wenn ich ihm jeden Monat 50 Euro zurückzahlen kann, ne, wäre mir das schon lieber. Ich bin erstmal an meinen Grenzen mit der Beerdigung. Mehr habe ich momentan auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich in naher Zukunft mal wieder so viel Geld haben werde. Wie gesagt, wir müssen mal schauen. Also, das war erstmal das Äußerste, was ich machen konnte. Lars erzählt mir, dass er eine feste Freundin hat. Mit ihr möchte er sich jetzt eine Zukunft aufbauen. Ich denke mir mal schon, dass meine Freundin mir da irgendwie helfen würde, wenn es dann aber auch selbst sie hat. Die verdient ja noch weniger. Die kommt ja auch gerade so klar. Also, da halte ich es auch raus. Das wäre mir auch sehr unangenehm. Ne? Das fand ich also echt blöd. Weil die haben sich ja selber jetzt erstmal eine Existenz aufgebaut. Und das wäre natürlich echt doof. Ne? Wenn die sich dadurch jetzt, sagen wir mal, irgendwelche Einbußen hätten, möchte ich also nicht so gerne. Ne? Das Leben der Kinder soll auf keinen Fall belastet werden. Lieber hoffen Ursula und Norbert auf Hilfe von außen. Gehen Sie einmal durch, mein Mann, der sitzt schon da. Gerne. Guten Tag, Herr Kummer, hallo. Ich grüße Sie. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ja, doch. Schön. Herr Berg hat mit dem Vermieter gesprochen. Er stundet Ihnen die Miete zwar, irgendwann will er sein Geld aber haben. Die Kummers können nur hoffen, dass er mit seinen Rückzahlungsforderungen wartet, bis sie eine neue Wohnung gefunden haben. Wenn nicht, dann sitzen sie mit 60 auf der Straße. Können die Kinder vielleicht bei der Miete einspringen? Damit nicht alles von der Gutmütigkeit des Vermieters abhängt? Er ist ja im Recht. Aber das hieße ja für Sie, dass Sie, ich weiß nicht, binnen Tagen vielleicht oder binnen Wochen hier raus müssen, ob Sie was haben oder nicht? Ja. Wenn er den Spieß umdreht, ja. Weil ich aber nicht glaube bei ihm. Gut, man weiß nie, wie die Leute reagieren. Wenn er das Geld benötigt, bleibt ihnen nichts anderes übrig. Das ist das Ganze. Da müssen wir einfach mal mit den Familienangehörigen sprechen, ob da eine Bereitschaft ist, was zu tun. Ja, die hat nur kein Geld. Die hat ja nicht. Die hat ja das Haus. Die haben das Haus gekauft jetzt. Ja. Ne? Das ist das Problem. Das sind ja die guten Schulden. Ja, das ist richtig, Frau Kummer. Bloß bevor Sie ganz auf der Straße nachher sind, glaube ich schon, dass... spricht auch meine Erfahrung, dass doch schon, ich sag mal, die Angehörigen dann auch bereit sind, auf einen gewissen Zeitpunkt dann auch noch zu helfen. Also das, da muss man sich im Klaren sein, weil sie haben die Kinder erzogen, sie haben das Beste für die Kinder die ganzen Jahre gewollt und auch mit Sicherheit durchgezogen. Und dann müssen irgendwann auch mal die Kinder für die Eltern haften. So ist es leider. Also das ist, was in Deutschland eigentlich relativ wenig mittlerweile ist, dass, ich sag mal, das sogenannte Familienleben auch in dieser schwierigen Situation einfach gelebt wird. Das widerstrebt mir jetzt irgendwie mit den Kindern. Mitte Oktober. 2 Wochen sind vergangen seit dem Gespräch mit Herrn Berg. Sollten Ursula und Norbert zum Sozialfall werden, sind Annika und Lars unterhaltspflichtig. Trotz der Notlage. Die Kummers haben ihre Kinder nicht auf finanzielle Hilfe angesprochen. Warum möchten Sie denn Ihre Kinder nicht fragen? Ich meine, das sind ja Ihre Kinder. Ja, gut. Möchte nicht, weil es mir unangenehm ist. Weil ich immer noch so dieses Erziehungsmodell vor Augen habe, dass die Eltern sind ja Vorbild, ne? Und wenn die Eltern dann auf einmal in so eine Schütte reingeraten, finde ich das nicht gerade gut für die Kinder, ne? Was meinen Sie denn, wie Ihre Kinder reagieren würden? Kann ich nicht sagen. Ralf Berg hat ein Treffen mit Annika und Lars arrangiert. Ich frage mich, ob die Kinder von sich aus einlenken werden.
Der Schuldnerberater bringt das Tabuthema auf den Tisch. Annika und Lars sollen einen Teil der laufenden Kosten von ihren Eltern übernehmen. Ganz dringend muss die Haftpflichtversicherung bezahlt werden. 126 Euro sind fällig. Deswegen die Frage an Sie, ob Sie eine Möglichkeit sehen, für Ihre Eltern einzuspringen, weil die wollen von Ihnen sehr wahrscheinlich auch kein Geld haben, so stolz sind sie. Aber ob man dann nicht, versucht, diese Versicherung einfach zu bedienen, weil wenn sie gekündigt wird, sind sie... ist der Versicherungsschutz weg und wir haben das Problem dabei, dass wir, bei den anderen Versicherungen Schwierigkeiten haben, überhaupt mal eine Versicherung zu erreichen. Nee, das ist der Bomber. Wenn der Sohn 120, 130 ist, also ich bitte Sie. Gut, das ist schon überhaupt kein. Das ist, überhaupt, das ist eine Summe, wo ich habe jetzt zwar schon die Beerdigung bezahlt, das war eigentlich auch finanziell das, was ich jetzt wirklich kann. Ja. Die Haftpflicht wird übernommen. Jetzt stehen noch die Schulden für die Beerdigung im Raum. Wäre es nicht mal, um den Druck wegzunehmen, dass Sie erstmal sagen, wir reden über dieses Geld erstmal gar nicht? Dann müssen Sie, das haben Sie mir bisher noch nicht gesagt. Bitte? Darüber haben wir ja bisher noch nicht geredet. Wenn Sie mir das gesagt, wenn meine Eltern mir das sagen würden, dann hätte ich damit kein Problem, erstmal auszusetzen. Ich fände es gut, wenn, ja, Sie, definitiv, wenn, Sie, von, wenn Sie einfach hingehen würden. Weil, wie gesagt, es ist von einer Tasche in die andere. Wenn Ihre Eltern, also bei Ihren Eltern brauchen Sie auch keine Angst haben, dass Sie irgendwann mal nicht Ihnen wieder Zuwendung geben, wenn Sie das Geld haben oder sowas. Aber im Augenblick ist der Druck natürlich von Ihren Eltern extrem. Und Sie würden, das ist das Problem, die haben so einen Stolz, dass die nie sagen würden, die haben mir das ja gesagt, der Junge hat mir Geld gegeben. Der braucht das auch, der wollte das auch für was haben und der hat uns das Geld gegeben. Und das ist für die eine extreme Zwickmühle, jetzt diesen Schritt zu gehen. Das ist jetzt das erste Mal schwören. Also ich sage immer, nur redende Menschen kann geholfen werden. Mit Sicherheit, wenn meine Mutter oder mein Vater auf mich zugekommen wäre, pass auf, Junge, können wir mal Zeit X aussetzen, dann wäre ich der Letzte, der nicht Nein gesagt hätte. Ja, also ich bin auf jeden Fall genauso wie der Haftpflicht, das ist kein Ding. Machen wir. Lars erlässt seinen Eltern die Beerdigungskosten. Aber reicht das? Und was kommt auf Annika zu? Als Büroangestellte verdient sie auch nicht viel. Das ist natürlich das, was mich beunruhigt. Dadurch, dass mein Lebensgefährte und ich jetzt erst uns was aufgebaut haben. Das ist natürlich das ist das Gleiche wie mein Bruder. Natürlich bin ich bereit dazu. Das, was ich machen kann, das tue ich auch. Und was nicht geht, das geht nicht. Aber ich werde nie sagen, von vornherein, das geht nicht. Man kann über alles reden. Und meine Eltern müssen sich da auch nicht für schämen, finde ich. Aber Ihre Eltern sind schon ein Stück weit auch zu stolz, im Prinzip nach Geld zu fragen, oder? Ja. Also ist vielleicht falscher Stolz. Vielleicht lernen sie es auch noch. Ich habe ja auch gerade noch was gelernt. Ich muss mal beantworten. Ja. Also mit der Beerdigung, wie gesagt, habe ich eigentlich das Maximum erstmal getan. Aber ich will jetzt auch erstmal Schritt für Schritt gehen. Also es bringt jetzt nicht, jetzt will ich erstmal von Punkt 1 nach Punkt 2 kommen. Es bringt jetzt nichts, jetzt schon an Punkt 4 zu denken. Wo wir die ersten drei noch gar nicht abgearbeitet haben. Und dann müssen wir einfach mal weiterschauen. Ende Oktober. Um weitere Rechnungen begleichen zu können, will Ursula das Familienporzellan verkaufen. Darüber, dass Annika und Lars die Haftpflicht übernehmen, freut sie sich. Aber warum musste Herr Berg die Kinder fragen? Ich hätte es im Moment noch nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Habe ich einfach verdrängt wahrscheinlich. Ich hätte versucht, das eventuell so abzustottern irgendwie. Max, hierhin. Max, hier. Von den beiden Hunden werden sie sich trennen müssen, wenn sie eine kleinere Wohnung finden. Max, komm mal hier. Dabei sind die Tiere besonders für Norbert wichtig. Fast schon Familienmitglieder. Abgeben wird mir sehr, sehr schwer fallen, aber was nicht machbar ist, ist nicht machbar. Ein paar Wochen später. Es ist Januar. Die Kummers haben eine bezahlbare kleine Wohnung in Aussicht. Heute ist die Besichtigung. Was sind das riesige Fenster, ey? Oh, der Balkon ist aber breit. Größer als im Dachgeschoss, die, ja.
Tatsächlich, die Kummers können die Wohnung haben. Wie befürchtet, ohne die Hunde. 200 Euro Betriebskosten und Heizkosten. Ich freue mich unheimlich darauf, weil das auch für uns ein Neuanfang ist, sehe ich so. Nur eben das mit den Hunden, das läuft mir also doch noch so ein bisschen nach, ne, denke ich mir. Das wird auch noch ganz schön hart werden. Ne, das Trennen von irgendwelchen Gegenständen ist nicht so schlimm für mich. Ne, weil ich habe mich schon von einigen jetzt getrennt. Ne, aber das mit den Hunden, das ist schon so eine ganz heiße Sache bei mir. Ne, das wird auch noch ganz schön schwierig werden. Also ich sitze im Moment zwischen zwei Stühlen, aber ich weiß vom Bauch aus, vom Gefühl her, es geht nicht anders. Und ich muss jetzt auch nach vorne gucken für uns beide. Ne? Weil das ist ein Neuanfang und da muss man halt durch. Die Miete ist nur halb so hoch wie die jetzige. Ein wichtiger Schritt. Die monatliche Neuverschuldung ist somit gestoppt. Jetzt können Sie prüfen, ob Sie einen Teil der Schulden abzahlen können. Oder ob Sie in die Privatinsolvenz gehen müssen. Keine Verbraucherinsolvenz. Außergerichtlicher Vergleich ist natürlich nicht so extrem, sag ich mal. So Privatinsolvenz ist, ich weiß nicht, irgendwie komisch. Hat einen komischen Beigeschmack. Die Privatinsolvenz abwenden. Das geht nur, wenn Annika und Lars die Schulden abzahlen. Würden Sie sich denn darüber freuen, wenn Ihre Kinder von sich aus wenigstens ein bisschen was dazu tun? Ja, natürlich. Wäre das super. Sollen wir es ablehnen? In dieser Situation? Ja, in dieser Situation können wir es nicht ablehnen. Wenn Sie es machen würden, wäre es eine tolle Sache. Ja. Die Situation ist auch nicht angenehm, weil wer lässt sich gerne von seinen Kindern helfen? Ich sage es einfach mal so lapidar. Aber manchmal sind auch die Kinder dazu bereit zu helfen. Bloß sie brauchen den Anstoß dafür. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Das stimmt. Weil man spricht ja ungern über Schulden. Und das ist ja auch bei Ihnen auch sehr, sehr lange hat das gedauert, um sich da zu öffnen. Und das Tabuthema muss man einfach versuchen, auf den Tisch zu bringen. Ja. Rein rechtlich sind die Kinder nicht verpflichtet, die Schulden der Eltern zu übernehmen. Aber was ist mit der moralischen Verpflichtung? Norbert und Ursula möchten ihren Gläubigern etwas zurückgeben. Werden sie ihre Kinder jetzt um Hilfe bitten? Ich vermute, dass sie nicht mehr helfen können. Ich kenne ja die Finanzlage meiner Kinder nicht. Ich kenne doch die Konten meiner Kinder nicht. Ja. Und wenn, ich denke mir, wenn sie die Möglichkeit haben und sie das Geld dafür haben, das ist die Entscheidung der Kinder. Und dann ist es die Entscheidung der Kinder. Das ist die alleinige Entscheidung der Kinder, sonst gar nichts. Ich denke mir, wenn die Kohle dafür hätten, würden sie es machen. Auf jeden Fall, glaube ich auch. Wie gesagt. Aber glauben heißt nicht wissen. Eben. Und wenn meine Kinder das Geld dafür nicht haben, dann müssen wir halt so dadurch. Eben. Keine Frage. Ja. Erneut übernimmt Schuldnerberater Berg das Gespräch mit Annika und Lars. Inzwischen hat sich die Schuldenlast auf 32.000 Euro erhöht. Um die Insolvenz ihrer Eltern zu vermeiden, müssten Annika und Lars etwa ein Drittel davon abzahlen. Circa 10.000 Euro. In monatlichen Raten von 200 Euro. 6 Jahre lang. Dann wären die Eltern schuldenfrei. Ohne Insolvenz. Ich kann es einfach nicht. Es haut hinten und vorne nicht hin. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Kummer? Genauso. Leider. Ich habe mir jetzt die letzten Tage auch Gedanken gemacht, habe meine Fixkostenbestände, mein Monatsgehalt und alles gerechnet. Und es geht einfach nicht. Also ich würde einfach mal vorschlagen, Sie machen sich noch mal effektiv Gedanken, was Sie dazu tun können. Weil wenn Sie für den außergerichtlichen Vergleich wirklich nichts bieten können, können wir leider den Gläubigern nichts bieten. Ja, klar. Was wäre denn jetzt angenommen, mein Bruder und ich würden auf diesen Betrag eingehen und angenommen, ich werde jetzt nächstes Jahr arbeitslos und kann es nicht zahlen? Das ist, was man also klipp und klar sagen muss, das ist ein Problem, was Sie ansprechen. Außergerichtliche Vergleiche bedeuten, entsprechend einzuhalten, Zahlungsvereinbarungen. Wenn die Zahlungsvereinbarungen nicht eingehalten werden, kann der Gläubiger den Gesamtbetrag, wie gesagt, sofort als fällig stellen. Okay. Und Sie haben natürlich dann das Problem der sofortigen Pfändung wieder und so weiter und so fort. Das würde auch bei meinen Eltern so sein. Und wenn meine Mutter jetzt den Job verliert oder wie auch immer. Ja, das sind diese ganzen Unbekannten. Das ist, so gern ich es würde.
Gut, wir können ja noch mal drüber reden. Ja, und sicher, klar. Aber schauen wir noch mal. Das ist eine Summe, das ist schon heftig. Drei Tage haben Annika und Lars Bedenkzeit. Dann müssen sie eine Entscheidung für sich und ihre Eltern fällen. Am nächsten Wochenende ist es soweit. Heute kommen die Kinder vorbei. Werden sie die Schulden der Eltern übernehmen? Schon ein komisches Gefühl. Also die Nächte waren relativ kurz, weil man halt viel überlegt hat, man hat viel telefoniert, sei es mit meinem Bruder, noch mal kurz mit Herrn Berg. Und ja, man ist schon aufgeregt auf jeden Fall. Hi. Grüß dich. Guten Tag. Ach, Schwester, nein, Brüderlein. Schlaflose Nächte jetzt nochmal hinter uns gebracht. Was ist denn für die Brüder? Nee, ich meine, so kein mittleren Rosenkrieg oder so. Ja, wir haben, Lars und ich haben nochmal über alles geschlafen, haben nochmal über alles nachgedacht, schlecht, haben uns auch schlecht geschlafen. Haben auch nochmal viel telefoniert, viel darüber gesprochen, was wir mit Herrn Berg besprochen hatten in Bezug auf diese Schuldenbereinigung. Und sind eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass wir selbstverständlich bereit sind, euch zu unterstützen, dass wir finanziell euch unter die Arme greifen wollen. Für mich ist es klar, euch zu helfen, weil was ihr mir damals in der Vergangenheit oder uns in der Vergangenheit ermöglicht habt, finanziell, menschlich etc. pp., ist für uns, für kein Kind der Welt, je an ihre Eltern zurückgeben. Aber so kann man wenigstens eine Zeit sagen, komm, ja, das machen wir. Jetzt haben wir so viel durchgestanden zusammen und der Rest wird dann auch noch zusammen gemacht. Ja, finde ich ganz toll. Alles klasse. Mhm. Das ist sehr schön von euch, ihr Lieben. 200 Euro pro Monat werden Annika und Lars wohl nicht schaffen. Aber sie hoffen, sich mit den Gläubigern auf eine kleinere Summe zu einigen. Damit nehmen sie eine große Last von den Eltern. Weil wir jetzt viel über viele Sachen geredet haben, wo wir früher halt nie drüber gesprochen haben. Und wie gesagt, die Karten liegen auf dem Tisch. Die Kinder wissen genau Bescheid, wie es um unsere finanzielle Situation ist. Und von daher denke ich mir, ist also für uns leichter und für die Kinder auch leichter, mit der Sache umzugehen. Mir geht es jetzt schon besser als heute Morgen, als die letzten Tage. Weil man jetzt weiß, das ist jetzt der Punkt, das ist das jetzt. Wir arbeiten jetzt darauf hinaus, wir gucken jetzt, was weiterkommt. Das finde ich also eine ganz tolle Lösung jetzt im Moment. Ich komme da auch ganz gut klar jetzt mit. Obwohl es Ihnen ja eigentlich am Anfang sehr schwer gefallen ist, Ihre Kinder damit ins Boot zu holen. Ja, natürlich ist es unangenehm, wie der Lars auch schon sagte, ist so verletzter Stolz, weil man ja als Eltern immer so als Vorbild eigentlich dastehen sollte. Aber das war dann nicht der Fall. Die Familie ist in der schwierigen Situation näher zusammengerückt. Es war hart und sie brauchten Hilfe von außen. Aber jetzt sind die Kummers zuversichtlich, dass sie es gemeinsam aus der Schuldenkrise schaffen werden.